an dem Beispiel, das ich genannt habe, darüber, wie ich manchmal überreagiere, wenn ich etwas überfordert bin, und wenn ich das Gefühl habe, jemand wirft mir etwas vor, wo ich weiß, dass ich gar nicht schuld bin. Das, wie gesagt, das triggert einen und es gibt Gründe, dieses Wort nicht zu mögen, aber dieses Triggering ist eigentlich nicht etwas, was von den anderen Menschen verhindert werden sollte, wenn man weiß, oh, okay, das triggert diesen Menschen, das sage ich lieber nicht. Sondern das ist die Verantwortung und Aufgabe von den getriggerten Menschen, sich nicht mehr triggern zu lassen. Denn diese emotionale Überreaktion ist ein Zeichen von Unreife in einem bestimmten Bereich. Man kann in anderen Bereichen reif sein, aber in dem einen Bereich muss man arbeiten. Und das ist, manchmal ist das eine lebenslange Arbeit, aber letztendlich ist es nicht so, dass du erst dann perfekt und geheilt und komplett bist, wenn du alles geheilt hast, sondern es ist auf dem Weg. Auf dem Weg heilst du dich immer mehr und dein Leben wird immer besser. Das sage ich jetzt, wo ich noch so viele Baustellen habe, aber ich habe auch einige Baustellen hinter mir. Zum Glück. Und es lebt sich jetzt schon besser. Nun, ja, diese emotionale Überreaktion. Und das ist etwas, was ich betrachten konnte, immer und immer wieder, seit ich angefangen habe mit diesem neuen Videoformat, wo ich etwas kritisch über die Corona-Politik spreche, wo ich versuche, dennoch aufzuzeigen, dass ich mir durchaus Gedanken über diese Sachen mache, dass meine Kritik auf meinem Wissen von Geschichte und Psychologie basiert und nicht einfach nur auf diesen unreifen Teenager-Verhalten, wie ich bin dagegen, ich weiß nicht warum, aber ich bin dagegen, sondern ich weiß sehr wohl, es gibt solche Menschen. Nicht sehr viele, aber es gibt, Quatsch, was heißt hier nicht sehr viele? Es gibt definitiv solche Menschen und ich weiß nicht, wie viele es sind. Aber ich weiß auch, dass es nicht alle sind. Ich weiß, dass es viele Kritiker der Situation gibt, die sich durchaus Gedanken machen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass unter den Kritikern die Anzahl der gebildeten Menschen, die aus guten Gründen kritisieren, prozentual größer ist als die Anzahl der gebildeten Menschen, die unkritisch das Ganze betrachten oder die zumindest die sich impfen lassen, aber sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, sondern eher einfach nur blind vertrauen oder gelernt haben, der Medizin alles zu glauben. Und das ist jetzt kein Vorwurf und auch keine Beleidigung, sondern es ist, wie es ist. Solche Menschen gibt es und ich würde sagen, unter den nicht kritischen Menschen gibt es weniger, prozentual weniger gebildete Menschen, die aus einer gebildeten Haltung eine, die oder jenige oder andere Entscheidung getroffen haben, als unter den Corona-kritischen Menschen. Wobei ich habe auch da natürlich schon alle möglichen Typen kennengelernt. Nun, seit ich angefangen habe, diese neuen Videos zu machen, habe ich ganz schön viele Abonnenten verloren. Und ich meine, ich habe so lange keine Videos gemacht, ich habe auch in der Zeit Abonnenten verloren. Vielleicht haben manche gar nicht verstanden, worum es in meinen anderen Videos geht. Denn meine anderen Videos sind ein schrittweiser Aufbau zu den heutigen Videos. Es war vielleicht ein ganz anderes Format, aber es war mein Wachstum. Es ist so eine Art Dokumentation über mein Wachstum. Es geht nicht nur um mich natürlich. Ich will ja nicht nur über mich labern, sondern ich will bestimmte Dinge aufzeigen, wie ich sie sehe in der Welt. Meine Perspektive. Nun, ich kenne die Leute nicht, die die Abos beendet haben. Und das ist mir auch egal, ich nehme es auch nicht persönlich.
wenn das nicht gefällt, schau dir andere Videos an, geh auf andere Kanäle. Viel Erfolg im Leben, ganz viel Liebe. Anders sieht es ein bisschen aus bei Facebook. Da schreibe ich nämlich auch kritische Texte. Und da haben mich auch einige die Freundschaft gekündigt. Weil das auf Facebook sehe ich eh nicht an als Freundschaft. Das ist eine Kontaktliste, keine Freundesliste. Für mich ist das einfach nur, Facebook ist ein Werkzeug, um bestimmte Nachrichten zu bekommen oder um sich zu vernetzen für irgendeinen Grund, für irgendein Treffen oder irgendetwas. Ich versuche das so sinnvoll zu nutzen, wie es nur geht. Und derzeit schreibe ich meine Texte. Für mich ist das eine Übung im kritischen Denken. Denn ich bekomme auch Kommentare dazu. Und manche Kommentare, ich betrachte das Ganze natürlich auch reflektiert. Ich schreibe nicht immer alles gut und manchmal mache ich auch Fehler und dann korrigiere ich sie auch. Das sehe ich dann anhand der Kommentare. Denn da gibt es einerseits Menschen, die einfach nur getriggert werden und emotional überreagieren. Und diese halten sich nicht lange in meinen Kommentaren auf. Die hören einfach irgendwann auf zu schreiben, zu kommentieren. Und weil sie wohl zu überfordert sind mit den Gegenargumenten, noch nicht mal von mir, sondern von anderen Leuten, die meine Texte kommentieren, die dann eher auf meiner Seite sind, aber für mich ist es keine Sache der meiner Seite, deiner Seite. Mir geht es darum, dass man wirklich nachdenkt über die Situation und dass sie kritisch betrachtet. In dieser Zeit reflektiert und sich darum bemüht, sich nicht trennen zu lassen, darum geht es mir. Und da gibt es auch Leute, die mit mir einer Meinung sind und das auch entsprechend kommentieren. Nun, die Leute, die mich gelöscht haben auf Facebook, einige von denen kannte ich persönlich und hatte auch eine gute Beziehung mit ihnen. Eine gute Bekanntschaftsbeziehung. Es war keine tiefe Freundschaft oder sowas, aber wenn wir uns mal gesehen oder getroffen haben, dann war es immer angenehm. Und jetzt, wo ich die Sache kritisch betrachte, passt es denen nicht. Und manche von denen löschen mich. Einer hat zum Beispiel mich aus der Freundesliste gelöscht, hat dann aber mir eine Nachricht oder mehrere Nachrichten aufgenommen, wo es hieß, dass er mich trotzdem mag, nur das, was er von mir liest, das gefällt ihm nicht. Vor allem die Art und Weise, wie ich argumentiere und was ich anderen vorwerfe, ist im Prinzip das, was ich auch selber tue, meine Art und Weise der Argumentation hat nicht gepasst. Und das war für mich ein Grund, ein bisschen zu reflektieren und auch irgendwo ihm zuzustimmen. Irgendwo hat er recht. Ich finde, das ist trotzdem kein Grund, den Kontakt abzubrechen, denn damit setzt man ein Zeichen. Ich habe der Person auch geschrieben, warum ich das so und so mache und dass ich ihn auch mag und dass wir auch gerne telefonieren könnten. Das ist einige Monate her und seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Ja, ich finde es sehr schade, aber er hat ein Zeichen gesetzt und ich finde, dass es diese Art getriggert zu werden, ist irgendwo auch, ja, es ist irgendwo seine Arbeit, es ist irgendwo seine Verantwortung, damit umzugehen. Und dann gibt es wiederum Leute, die einfach nur total getriggert waren, die ich auch persönlich kenne, nicht sehr gut kenne, aber die total getriggert waren durch meine Texte, gleich angefangen haben, mir Beleidigungen an den Kopf zu werfen, mir eine Holocaust-Relativierung vorzuwerfen, das Teilen rechter Inhalte mir vorzuwerfen, wobei die Leute, deren Inhalte ich teile, keineswegs rechts sind. Nicht mal nach der neuen Definition von Neurechten. Das sind sehr bedachte, tief denkende Menschen und ich habe eigentlich auch diese Person, die mir die Sachen vorgeworfen hat, für eine sehr reife Person gehalten. Ich mochte diese Person auch sehr, aber scheinbar ist das auch ihre Baustelle. Ich will nicht hier mit einzelnen Personen aufräumen und ein Rachevideo machen darüber, was für Assis das sind. Auf gar keinen Fall. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass sie in dieser Krisenzeit ihren Reifegrad zeigen. Und man kann an sich ein ziemlich reifer Mensch sein. Außer in diesen bestimmten Bereichen, wo man irgendwie ein Trauma davon trägt, wo man irgendwo ein Problemchen hat.
Und wie ich schon mehrmals in diesem Video sagte, es betrifft auch mich, es ist meine Arbeit. Ich werfe anderen Menschen nicht vor, blöd und scheiße zu sein, wenn ich getriggert werde. Vielleicht gedanklich, vielleicht im ersten Moment, vielleicht rege ich mich auf, aber wenn ich dann erkenne, dass ich im Unrecht bin, dann komme ich und entschuldige mich bei diesen Menschen. Ist mir auf der Arbeit auch schon mehrmals passiert. Meine Kollegen kennen mich als jemanden, der manchmal ein bisschen überreagieren kann. Aber sie kennen mich auch als einen netten Menschen und auch als jemanden, der sich entschuldigen kann, der reflektiert ist. Es ist nicht leicht, aber man muss sich auch entschuldigen können. Und das ist noch so ein Thema, das ich in dem Video erwähnen wollte. Es ist mir sehr wichtig, dass wenn man einen Fehler gemacht hat und jemanden verletzt hat, dass man sich dann entschuldigt. Ich hatte nicht immer die Möglichkeit, das zu tun. Manchmal habe ich das letztendlich dann doch dank solchen Sachen wie Facebook doch tun können. Aber im Großen und Ganzen gibt es ein paar Sachen, die ich im Leben bereue. Und das hat oftmals damit zu tun, dass ich mich nicht entschuldigen konnte. Es ist auch wichtig für mich, dass Menschen sich bei mir entschuldigen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine dieser erwähnten Personen, wenn die Krisenzeit mehr oder weniger vorbei ist, wenn sich die Sachen beruhigt haben, falls das in naher Zukunft passieren sollte, ich denke, es wird alles noch ein bisschen krisenhafter. Und ich versuche nicht pessimistisch zu klingen, sondern ich gucke einfach, was passiert und ja. Wenn also diese Personen dann zu mir kommen und meinen, okay, Philipp, was du geschrieben hast, hat ja doch irgendwo gestimmt. Ich wollte es nicht einsehen. Es tut mir leid, dass ich überreagiert habe. Es tut mir leid, dass ich diese Sachen dir gesagt habe. Ich war überfordert und ich wusste nicht. Ich war mir nicht sicher. Ich hatte Angst. Wenn die Person mir sowas sagt, habe ich absolut, okay, also ich. Das wäre wunderschön. Das wäre wunderschön. Aber ein anderes Zeichen der Unreife ist, dass viele Menschen sich auch nicht entschuldigen können. Das ist auch wie mit der Selbstreflexion. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Je öfter man sich entschuldigt, desto leichter fällt es dann mit der Zeit. Man muss natürlich nicht nur die Worte sprechen, sondern auch die Taten tun. Ja, man muss sich entschuldigen und sich darum bemühen, dass man den Fehler nicht wiederholt. Nur dann ist es eine echte Entschuldigung. Aber es wäre schon mal schön, wenn jemand sowas machen könnte. Nun, ich glaube nicht, dass alle oder dass irgendjemand das bei mir machen wird. Und auch das wird oder zeigt den Reifegrad des Menschen. Wenn ich jetzt plötzlich feststellen sollte in 5 Jahren, dass alles, was ich geschrieben habe, totaler Bullshit war und alles, worüber ich in diesen Videos jetzt gesprochen habe, totaler Bullshit war, dann werde ich mich entschuldigen. Ich sage das, es ist gerade leicht zu sagen, weil ich nicht glaube, dass es passieren wird. Aber wenn zumindest einige der Punkte total falsch sind, dann werde ich es korrigieren und werde mich entschuldigen. Und ich werde Videos aufnehmen, wo ich sagen werde, das und das habe ich gesagt, das denke ich nicht mehr. So wie ich das schon bei anderen Videos von mir gemacht habe. Nun, wer sich auch nicht entschuldigen wird, ist die Regierung. Das war noch nie der Fall. Die haben sich noch nie entschuldigt. So viele Gräueltaten haben verschiedenste Regierungen in der Menschheitsgeschichte getan. Nie, also extrem selten kam eine Entschuldigung, weil die Leute, die an der Regierung sind, an der Spitze zumindest, sind auch meistens unreife Menschen. Um so weit zu kommen, muss man schon einen bestimmten Charakter haben. Muss man bestimmte Verletzungen mit sich tragen, um sich durchkämpfen zu können. Und deswegen sind die meisten unserer Politiker und diejenigen, der Leute, die sie beeinflussen, die ganzen Reichen und Einflussreichen, die Leute mit sehr, sehr, sehr viel Geld, die haben einen bestimmten Charakter. Trump ist zum Beispiel auch so einer. Ist ein Beispiel. Es gibt viele solche. Unsere Politiker zeigen, wie unsere Gesellschaft ist. Sie sind ein Spiegel für die Gesellschaft. Und die werden sich auch nicht entschuldigen.
Man braucht es gar nicht zu erwarten von denen. Es ist auch manchmal wichtig zu verzeihen und zu verstehen, ohne dass sich jemand entschuldigt. Das ist auch etwas, was ich immer und immer wieder machen muss und Schwierigkeiten habe. Aber wenn man anderen verzeiht, und das betrifft Politiker, es betrifft all die kaputten Menschen in unserer Welt, die das Sagen haben, es betrifft aber auch die Leute, die Freundschaft kündigen, weil du eine andere Meinung bist als das, was man in den Medien erzählt. Es betrifft auch deine Eltern, die nicht mehr mit dir reden wollen, weil du ein Schwurbler und Covidiot bist. Da muss man wirklich viel dran arbeiten, verzeihen zu können. Und das ist auch, dieses Verzeihen können ist eine Fähigkeit der Reife. Damit möchte ich dieses Video abschließen oder diese Videoreihe. Und ich hoffe, dass das, was ich jetzt erzählt habe, halbwegs zusammenhängend ist, halbwegs verständlich. Ich hoffe, dass ich niemanden damit beleidigt oder getriggert habe. Und wenn dann doch, das war nicht meine Absicht. Und du weißt, woran du arbeiten könntest, dürftest. Es wäre für dich besser. Ja, einen wundervollen Tag oder Abend, gute Nacht, guten Morgen und alles Gute. Bye.